Jetzt gibt's eine Premiere. Ein Team, das wir in 86 Parts noch nie hatten. Robert spielt mit Bayer Leverkusen. Das wird lecker. Gegen Lyon? Also definitiv eine Partie, die sich sehen lassen kann. Ich glaube, das wird interessant. Der Robert hat ein bisschen was gut zu machen. Möchte natürlich den Madrid-Schmerz möglichst jetzt vorbeilassen. Hier heute natürlich in Deutschland schneit's. Wer kennt das nicht? Und ich würde sagen, Robert macht das einfach. Schöll und Kiesling werden jetzt einfach Lyon nach Hause bombardieren. Ey, im Schnee. Wann haben wir denn bitte zuletzt im Schnee FIFA gespielt? Ist ja der Hammer. Ich bin auf jeden Fall mächtig gespannt, wie sich Leverkusen hier spielen lässt. Reinhardt. Ich kenne die alle gar nicht. Ne, ist nicht schwach. Gegen Zaberka spielst du. Und ich würde sagen, Leverkusen hat Bock. Hat einfach Bock, möchte hier quasi den FC Arsenal machen. Und Rolfes. So. Aber mal sehen, was Lyon natürlich auch auf der anderen Seite zu bieten hat. Ein Team, das, gegen das wir nicht wirklich oft spielen. Deswegen freue ich mich da definitiv drauf. Gomi. Der hat jetzt sehr viel Zeit zu überlegen, was er macht. Der andere geht schon am Stock und steht deswegen auch im Abseits. Na, was willst du auch machen? Ja, denke ich mal, klare Entscheidung. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Partie halten soll. Ich habe irgendwie so das Gefühl, entweder wird das ein ganz räudiges 0-0 oder ein ganz actiongeladenes 4-4. Mal sehen, wie sie Bock haben. Und wie vor allem die Abwehrleistung ist jetzt schön hier auf Bender gespielt. Rechts außen, was macht Bender? Bender flankt rein, die ist nicht mal schlecht. Und dann vielleicht nochmal ein Nachschuss. Das war allerdings nichts. Rolfes allerdings, der kämpft. Das gefällt mir schon mal gut. Den machen wir dann nochmal 6. Kiesling. Schürrle. Castro. Bender? Nein, kommt nicht mal an den Ball. Dabo ist da. Der will den Ball noch irgendwie weiterbringen, aber keine Chance. Der Ball ist raus. Und der Ball wieder bei Leverkusen. Einwurf auf Bender. Schön mit der Schulter mitgenommen. Will den Ball auf Castro spielen. Und dann fällt Bender. Der Schnee war, da war quasi ein Schneemann im Weg. Aber davon darf man sich nicht beirren lassen hier heute im kalten Deutschland. Und schön gemacht. Cavajal auf Reinhardt. Der sieht mal wieder den Bender, aber der kommt wieder nicht an den Ball. Aber der kämpft. Kiesling unten und Bender. Oh, schade. Kein guter Ball. Und Lopez jetzt. Lopez bei Lyon. Lyon bisher nicht wirklich mit Ballkontakten. Noch nichts Großartiges geleistet. Dabo. Lacazette. Gomi. Gomi? Heißt er wirklich Gomis? Okay, dann heißt er Gomis. Oh, der Ball war gut! Aber wieder abseits. Nö. Foul. Okay. Grenier mit dem... Okay, klar. Erstmal drei Mann vorne hinstellen. Und was machen sie draus? Nix. Warum nicht? Genauso läuft's. So. Lovren. Zurück auf Dabo. Es ist kein Mann von Lyon in der eigenen Hälfte. Kein Mann. Das sollte man vielleicht mal nutzen. Und Reinhardt. Will den Ball jetzt selbstverständlich schnell machen. Macht doch Sinn. Aber war halt leider schlecht ausgeführt. Dabo. Lacazette. Oh, gute Flanke. Gut verteidigt. Und Rolfes bringt ihn um. Rolfes bringt ihn um. Gibt nicht mal eine Karte. Ach so, ja klar, weil es abseits war. Alter, aber schau mal, wie du den... Boah, den hast du ja quasi in den Schnee reingewirkt. Okay, da hatte, glaube ich, Rolfes sehr viel Glück gehabt. So, wo ist dann... Ach, da ist ja gar keiner. So, Reinhardt wieder sehr oft am Ball hier heute. Will dann den Ball auf Rolfes bringen. Der ist gut, der ist richtig gut. Der ist richtig gut, Rolfes. Rolfes, Flanke. Das ist super! Und Castro köpft den drüber. Castro köpft den drüber. Schade, aber war richtig geil rausgespielt. Das gefällt mir. So darf es weitergehen. Hier bei Bayern 04 Leverkusen. Reinhardt natürlich wieder. Wer sonst? Spielmacher Nummer 1, Kiesling. Kiesling. Au, oh, den will er zu Schürrle schicken. Und dann ist er zu langsam. Der Ball war etwas zu weit. Schade, aber bisher ganz ansehnlicher Fußball von Bayer. Das gefällt mir echt recht gut. Im Gegensatz zu Lyon, die quasi immer noch nicht teilnehmen. Ja, mit den Franzosen hat's der Robert. Aber jetzt muss er den auch noch eine reinwürgen.
meine, wer Paris fertig macht, der kann auch Lyon fertig machen. Auch mit Leverkusen. Oh, der Ball war allerdings super. Und ich dachte, das ist jetzt hier schon fast das 1:0 für Lyon. Mein lieber Scholli. Also ansehnliche Partie trotz 0:0. Boah, und da reißen die sich ja quasi aus dem Leben. Das so, und Toprak. Und wieder Rolfes. Der macht da links ein super Spiel. Rolfes. 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 Wie oft soll ich es noch sagen? Wahnsinn. Und jetzt hat Lopez. Mit Lyon, aber der Ball kommt zu Schürrle. Und der Ball war für Lopez, ganz klar. Kone. Und wieder aus dem Leben genommen. Das muss nachträglich eine gelbe geben. Ah, das gibt sogar gleich eine gelbe. Weil das war ganz schön grob. Rolfes. Vorsicht. Ja, Rolfes, das ist ja quasi schon gelb-rot, wenn er Pech gehabt hätte. Aber Gott sei Dank. Zwar zeigt uns seine leckeren Beinchen. Das ist immer ganz schön. Oh, schlechter Ball und Rolfes wieder. Rolfes. So viel am Ball, der Mann. Kießling. Kießling. Kaum Haut zu sehen. Vor lauter Handschuh und... Ne? Und Langärmel. Und da ist der Ball kurz. Oh. Und da ist Schürrle. Spielt der Ball noch weiter. Oh. Ich weiß. Ich weiß. Es ist trotzdem so ein Reflex. Denkst du nur so, Alter. Und um Tidi. Ich konnte es nicht zu Ende lesen. So, wunderbar. Und wieder nicht. Dabo. Dabo. Links außen auch aktiv. So wie hinten. Oh, der ist super. Aber klasse gehalten. Und dann ein Wuchtschuss. Noch ein Wuchtschuss. Hier reißt mir gleich das Bein raus. Strahl, Wuchtschuss, Granate. Nenn's, wie's willst. Carvajal, Vorsicht. Okay, der wurde umgebracht. Das gibt auch nachträglich gelb. Carvajal. Was weiß denn ich? Und Kopfball, netter Versuch. Aber das war nix. So, langsam neigt sich die Partie doch dem Ende zu. Rolfes nochmal. Rolfes. Rolfes. Aber diesmal wusste Lovren, was da abgeht. Und jetzt hat er auch keine Lust mehr. Weil er sich gedacht hat, ganz ehrlich, Leverkusen beherrscht mich so krass. Da kann man auch einfach quitten. Aber nein, er scheint aber doch umzustellen. Die Franzosen müssen ihre Formation ändern. Sonst wird das hier heute Abend nichts. Spiel geht weiter. Mit der Hacke erstmal. Das hat er umgestellt. Alle jetzt nur noch zaubern. Alle nur noch mit der Hacke. Bender. Bender muss auf Castro spielen. Das macht er gut. Castro muss in der Mitte. Ist Reinhardt. Was macht denn der Tor? Chippt den doch da hoch. Will er direkt machen mit dem 80-Grad-Winkel. Hat der eine geraucht. So. Da gibt es eine gelbe nachträglich. Mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Bam! Gibt dem die Hettner ins Knie. Aber ist okay. So. Was macht er jetzt? Kurz? Nein, macht er nicht. Und ich würde sagen, die Partie bitte instant in die... Oh, jetzt hat der Server aber Lust. Die gelbe Karte hat er nicht verkraftet. So, vielleicht nochmal Kießling. Ei, ei, ei. Bender. Bender. Flanke. Schlecht, aber auch nicht gerade gut eingenommen. Dann warten die hier erstmal... Warten, bis die Leverkusen ihnen den Kuchen backen. Und Lovren. Der pfeift das aber auch nicht ab. Ist ja quasi 18 Minuten Injury Time. Lopez. Gibt's hier nochmal die Chance für Lyon? Nichts gezeigt bisher. Lyon im Strafraum. Aber Gott sei Dank gut aufgepasst. Auch nicht zu grob. Und da ist endlich die Pause. Und ich würde sagen, alles gut. 0-0. Ich würde sagen, du machst dann einfach ein dreckiges. Und dann ist alles egal. So. 0-0. Ich würde sagen, ja, ich wüsste... Ach, 0 Schüsse aufs Tor. Ist ja absolut lappenhaft. So. Lyon quasi im Angriff laut Statistik besser, aber kaum am Ball. Ich würde sagen, dass Leverkusen jetzt einfach mal aufs Tor schießt. Dann könnte ja hier vielleicht sogar mal Gefahr bestehen. So, Lyon versucht es wieder.
Ich meine, wenn sie offensiv mal sind, dann ist es ja meistens nicht so verkehrt, wenn es auch nicht wirklich schön rausgespielt ist. Und da passt Leverkusen wieder auf und dann Reinhardt will den Ball ins Tor schießen. Ist das ihr erster Torschuss? Ah! Der Torwart macht es hier interessant. Und hier will auch gar keiner mitspielen, weil er so beeindruckt von der Leistung ist. Und dann raucht's. Und es gibt Gelb. Nein, es gibt leider nichts. Na gut, also da will ich jetzt auch nicht unbedingt Gelb geben. Es war mehr oder weniger nur ein Zusammen... Ach du Scheiße. Schenkt er dem Gomis den Ball. Und jetzt will er einen Gewaltschuss machen, weil er verzweifelt ist. Also der Typ kann nichts. Der hätte locker noch gehen können. Keine Gefahr für Leno. Leno. So, und jetzt hat erstmal der Verteidiger. Wenn da vorne nichts... Rollfes, Kacke. Und der Verteidiger, na, der kann grätschen. Der weiß, wie das geht. Kiesling hat versucht, den Ball abzufangen. Und die nächste Gelbe. Nee, gibt gar nichts. Okay, komm! Ah, ein Arsch gegrätscht! Oh, das sah gefährlich aus. Und jetzt liegen die Leverkusener flach. Haben alle Fieber. Legen sich deswegen alle erstmal in den Schnee. Bisschen abkühlen. Klar. Wer macht das nicht gern, wenn er Schüttelfrost hat? Und dann richtet den auch mit, weil er ihm fällt. Ah! Und Castro. Castro, die Nummer 27 hat jetzt Platz in der Mitte. Komm schon! Und Castro macht wieder nichts draus, obwohl immer noch eine Ecke raus. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Schürrle. Eckball. Kommt gut. Keiner geht zum Ball. Und wer war jetzt dran? Natürlich der Leverkusener. Ne, es war eben gar keiner dran, glaube ich. Oh Mann, sehr gut aufgepasst und er wirft den erstmal zur Ecke. Warum nicht? Carvajal. Carvajal. Von der anderen Seite, Kopfball. Erster Schuss aufs Tor. Für die Statistik, damit Leverkusen hier nicht untergeht. Weltklasse Zirkusnummer. Und jetzt halt wieder. Ah, die Verteidiger mit einem guten Spiel hier heute. Vorne hapert es noch ein bisschen. Und Castro, Castro. Spiel mal jetzt auf Kiesling. Kiesling, Schürrle, Schürrle, das war kein Schuss. Das war ein Geschenk. Ja, Wahnsinn, ey. Was da vorne bei Leverkusen los ist. Jetzt lauf! Lauf, Mutti! Brüll die Nummer 17 an. So, Schürrle. Auf geht's, Schürrle. Wieder ein Wurf, Wahnsinn. Hier ist es los. Schürrle, Schürrle, Schürrle. Und schön und Reinhardt mit dem Pfund. Ich verstehe nicht, warum der Reinhardt nicht einfach mal was riskiert. Damit sie endlich mal... Oh! Klärt den. Nice, doppelte Grätsche. Und einer macht einen geilen Angriff draus, der andere klärt's. Und jetzt hat Lyon... Oh mein Gott, Lyon, Lyon fällt frei. Ja, gut aufgepasst. Oh, das bloß nicht ausrasten. Castro, jetzt hat komm. Mit einem guten Angriff, 3 gegen 3. Das kann man machen. Ah, Conny! Conny macht's. Nicht. Oh. Ich bin völlig entspannt. E, B, C. Und Tor! Der Typ kann auch nichts. Mein Gott, du schenkst ihm den Sieg heute noch, wa? Ich spiele beide eigentlich ziemlich bekackt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Willst du mir jetzt sagen, dass du schön Fußball spielst? Ja, also, dann kann ich es ja wohl auch sagen. Stimmt, Kritik ist nicht erlaubt. Ist ja keine Kritik an dich, das ist ja eine Kritik am Spiel. Wir moderieren das ja quasi unparteiisch. Reinhardt, kein Mensch kommt da vorne an den Ball und kann da was verarbeiten. Meine Fresse, Castro holt sich den Ball. Rolfes wird einmal mal mit 30 Meter Strahl. Schieß, Reinhardt, wie oft bist du denn da? Alter, Reinhardt, 30 mal 20 Meter vorm Tor und nichts gerissen. Kiesling, Reinhardt. Ich bin drauf, Rolfes. Ja, Castro! Schürrle! In der Mitte! Fuck! Das gibt's nicht. Ah, Kamachal! Aber ja! Komm für Tor! Ah! Und Instant Rage Quit! Nein!
Und Top. Bist du jetzt in die Pause? Nein? Komm, Toprak. Toprak macht jetzt Lyon kaputt. Komm schon. Komm schon. Ne, jetzt muss er umstellen. 5 Stürmer, einer in der Abwehr, 4 Mittelfeldspieler. Da geht schon was. Ja, bist du gelähmt? Was war denn da los? Okay, wir warten. Genau so ein Spiel, wo die mit einer Ecke ein Tor machen. Ja. Wahnsinn, ey. Ja, so wie ich halt, ne? Also, du übernimmst gerade so ein bisschen meine Taktik und ich übernehme deine und jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm. Geh nach Hause. Wahnsinn. Wahnsinn, was wir hier erleben seit dem 80. Part. Wir sind wieder zurück, haben gute Laune. Und super Spiele. Naja, muss erstmal die auswechseln. Alter. Drei neue Stürmer jetzt hat für Lyon. Die letzten 10 Minuten mit 18 Mann vorne. Als würde das hier gerade jemand interessieren. Naja, klar. Entschuldigung, aber ich musste lachen. Reinhardt auf Schürrle. Ja, Wahnsinn. Oh, schön, schön auf Kießling. Das ist ja richtig gut. Kießling setzt sich durch. Kießling. Kießling wartet ewig, bis er den Ball dann mal direkt spielen will. Aber mein Gott, anstatt dass er... Warum läuft er dann auch auf die Linie? Anstatt dass er es mal 3 Meter vorher macht. Muss man nicht verstehen. So, und wieder Rolfes. Ja, Rolfes und Reinhardt ist absolut mächtig. Schürrle, nee, Rolfes. Wer sonst? Rolfes. Diesmal vielleicht ganz gut. Ah, oh, Schürrle kommt an den Ball. Schürrle, Schürrle in der Mitte nochmal. Was sieht denn das? Vorteil. Und jetzt hat Lyon. Und mit Lopez. Und da gibt es, glaube ich, eine gelb-rote gleich. Nee, gibt's, geht aber nicht. Doch. Geht schon. So, Reinhardt. Na, gerade war Reinhardt, sagen wir Bönisch. Oh, der war lecker. Auf Bender in der Mitte. Oh, wo ist denn da jemand? Nirgends. Jetzt stolpert dich durch. Junge. Ich glaube, das hackt. Jetzt, nee. Benzia, der neue Mann an der Seite Mitte. Boah, mega Reflex. Flugkopfball. Alter, jetzt. Denn der hin? Erstmal in die Heimat. Was? Dann Traumtor. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Brillant. Oh oh. Jetzt ein Traumtor. Achtung. Absoluter Traum. No Tor. Ah, oh, und Leno. Mit Leno gewaschen. Und raus damit, bitte. Überhol diesen scheiß 3 Punkte. Dann sind wir nämlich bald wieder in Division 5. Ja, Wahnsinn, was hier los ist. So, so. Oder so. Lovren. Spiel nochmal in die Mitte. Gut aufgepasst. Raus damit. In der Mitte. Und dann oben, oben, oben. Geil, auf Kießling. Du, da stehe ich glatt auf. Aber der war ja für Omi. Und es ist vorbei. Macht der Roberts den Wolf. 1-0, dreckig. Wieder 79. Minute, wie bei mir vorhin. Und nach einer Ecke. Ist ja Wahnsinn. Ist uns wurscht. Wir gewinnen weiterhin. Und der Weg zu Division 5 ist nicht mehr weit. Yes.